dass die Staaten offene Binnengrenzen gewähren, aber die EU im Gegenzug sichere Außengrenzen gewährt, ein sicheres Asylsystem und innere Sicherheit. Wir haben weder sichere Außengrenzen, wir haben weder ein funktionierendes Asylsystem noch innere Sicherheit, wie wir uns Straßen sehen. Hey Leute, heute müssen wir unbedingt Nancy Faeser im Bundestag anschauen, die auf die brennenden Fragen zu den Abschiebungen von Afghanen reagiert. Spoiler, ihre Antworten sind alles andere als überzeugend. Während die AfD klare Fragen stellt, kommt Faeser nicht über blühenden Unsinn hinaus. Was ist mit dem Handgeld von 1000 Euro, das den Abschiebungen beigefügt wurde? Und warum scheinen die Statistiken über Kriminalität unter Migranten immer ein bisschen zu verharmlost? Lasst uns gemeinsam herausfinden, warum ihre Argumente nicht nur unverständlich, sondern auch gefährlich für Deutschland sind. Schaut rein und bildet euch eure eigene Meinung. Auf geht's! Macht die Kreuze klar für die AfD, ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauem Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Ja, danke schön, Frau Faeser. Die Ausgangsfrage ging ja zu den 28 abgeschobenen Afghanen, mit großem Tamtam abgeschoben vor der Landtagswahl. Jetzt gehen ja die Meinungen da auseinander. Wurden sie abgeschoben? Sind sie freiwillig ausgereist? Es wurden 1000 Euro Handgeld bezahlt. Also auf die Hand haben die doch mal 1000 Euro bekommen. Das muss man sich vorstellen. In Deutschland werde ich aufgefordert, irgendwas zu tun. Und dann setzt der Staat das nicht etwa durch, sondern gibt mir noch Geld dafür, dass ich das, was ich sowieso machen muss, dann umsetze. Es ist so, als wenn der Steuerzahler Geld dafür bekommt, dass er Steuer bezahlt. Also völlig irrsinnig. Meine Frage geht dahin, wer hat die 1000 Euro veranlasst? Waren es freiwillige Ausreisen und wurden die Geschädigten der Straftäter, waren ja Vergewaltiger darunter, die ja Schadenersatzpflichtig gemacht haben, wurden die Geschädigten informiert, dass sie eventuell diese 1000 Euro hätten pfänden können? Also Herr Kollege Brandner, ich will das nochmal deutlich sagen, auch dort gehen Sie mit einem Populismus mit dieser Frage um, die ich dem Thema nicht angemessen finde. Das will ich zunächst mal festhalten, weil das den Menschen etwas suggeriert, was so nicht richtig ist. Es handelt sich um Abschiebungen. Sie haben mich gefragt, ob das Abschiebungen waren oder freiwillige Rückkehr. Es handelt sich um Abschiebungen im rechtlichen Sinne. Das haben wir durchgesetzt, gemeinsam mit den Ländern. Und das sogenannte Handgeld wird aus Rechtssicherheitsgründen mitgegeben, damit dort keine Verarmung eintreten kann, was zu einer Aufhebung dieser Abschiebung führen können. Es ist lediglich eine Rechtssicherheit, die in Deutschland üblich ist, ist schon vielfach gemacht worden, auch in gleicher Höhe. Die Auszahlung erfolgt durch die Länder, weil sie gefragt haben, und die Empfehlung war von uns, damit es rechtssicher ist. Frau Ministerin, seit langem ächzen Länder, Städte, Kommunen unter der Last von immer mehr Migranten. Und bei Tätern aus der Kette von Gewaltverbrechen, die von Migranten begangen werden, oft unter Messereinsatz, hören wir immer wieder, war bislang ein unbeschriebenes Blatt. In Mannheim wollte ein seit 10 Jahren abgelehnter afghanischer Asylbewerber einen Islamkritiker ermorden und tötete dabei einen Polizisten. Weder die oft beschworene Abschiebung von Straftätern noch einer Einreisesperre für diese hätte bei so einem Ersttäter etwas gebracht. Dann der Attentäter von Solingen. Für die Sicherheitsbehörden war auch er ein unbeschriebenes Blatt. Und hier sein hätte auch er wieder nicht dürfen. Es geht also immer wieder um Ersttäter und Asylmigranten. Als Reaktion auf Solingen wurden Grenzkontrollen an den Grenzen Deutschlands installiert. Die ganz große Gruppe bei den eintreffenden Migranten beim illegalen Grenzübertritt sind nun Asylbewerber. Grenzkontrollen. Wie viele Asylbewerber werden durch Ihre Grenzkontrollen denn nun davon abgehalten, nach Deutschland hereinzukommen? Sie haben, glaube ich, aus meiner Sicht ein paar Dinge miteinander verwoben, die nicht zusammengehören. Aber ich beantworte Ihre Frage natürlich sehr gerne. Wir haben seit den Grenzkontrollen im letzten Jahr im Oktober 30.000 Menschen zurückgewiesen. Das heißt, dort haben wir die Einreise verweigert, weil es kein Recht gab, hierher zu kommen. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Meine Frage ging auf Asylbewerber, also offenbar null. Diese Migranten kommen ja schon durch mehrere EU-Länder, die sowohl Asylverfahren durchführen können als auch Zuständigkeitsprüfungen. Es kann also keinen Anspruch auf Grenzübertritt deshalb geben. Jeder Migrant an der deutschen Grenze kann verwiesen werden auf das EU-Land, in dem er sich bereits befindet,
Österreich etwa ist nicht weniger EU-Rechtsstaat als Deutschland. Wieso sollen wir von dort Personen hereinlassen für Verfahren, die im momentanen Aufenthaltsland geführt werden können in Österreich? Wieso lassen Sie, statt umfassend zurückzuweisen, zu Hunderttausenden unberechtigte Personen weiter ins Land? Herr Curio, Sie wissen selbst auch, dass es europäisches Recht gibt und die Genfer Flüchtlingskonvention uns dazu auffordert, wenn Menschen zu uns kommen, Asyl sagen an der Grenze, dass wir dieses Asylverfahren prüfen müssen. Ansonsten habe ich Ihnen schon gesagt, dass wir zurückweisen, und Dublin haben wir ein effektives Zurückweisungsmodell vorgestellt vor kurzem, sodass wir jetzt in Grenznähe genau diese Fälle bearbeiten wollen, und zwar beschleunigt, die Sie gerade angesprochen haben, die nämlich einen Anspruch haben, in einem anderen Land das Asylverfahren durchzuführen. Das wird zu einem beschleunigten Asylverfahren führen und zu einer stärkeren Rückführung in die Länder, über die andere eingereist sind. Frau Ministerin, nach Zahlen aus Ihrem eigenen Haus sind 88% der antisemitischen Straftaten von Januar bis Anfang Oktober diesen Jahres auf die Phänomenbereiche Islamismus, also sprich religiöse Ideologie und ausländische Ideologie zurückzuführen. 88%. Damit ist der Nachweis erbracht, dass diese widerwärtigen Aufmärsche auf unseren Straßen, diese antisemitischen, die widerwärtigsten seit 1945. Herr Hess, wir waren bei dem Thema Abschiebung. Ich komme jetzt zur Abschiebung. Dass die auf importierten Antisemitismus zurückzuführen sind. Wann steuern Sie dem endlich effektiv entgegen? Wann schieben Sie eine große Zahl dieser widerwärtigen islamistischen Antisemiten ab? Und wann sorgen Sie vor allem dafür, dass nicht weitere dieser Antisemiten, islamistischen Antisemiten in unser Land kommen, indem Sie an unseren Grenzen großflächig bzw. breitbandig zurückweisen? Herr Hess, wir haben im Bereich der Abschieberegelung, Rückführungsregelung extra deshalb, weil die antisemitischen Straftaten in Deutschland leider so stark gestiegen sind, seit dem 7. Oktober im letzten Jahr Gesetze verschärft, damit wir leichter abschieben können, auch gerade wegen antisemitischer Straftaten. Das wird sich auswirken, und ich glaube, das ist der richtige Weg. Sie sollten aber dennoch nicht vergessen, bei der Benennung antisemitischer Straftaten, dass nach wie vor eine große Anzahl dieser Taten auch von Rechtsextremisten mit deutscher Staatsangehörigkeit begangen werden. Frau Ministerin, folgende Frage. Sie haben davon gesprochen, ganz nüchtern, dass Abschiebungen/Rückführungen um ein Fünftel, also 20% gestiegen wären. Jetzt ganz einfach die Frage. Ich hätte gerne dazu absolute Zahlen. Also das heißt, wie viele Personen wurden vorher abgeschoben, schrägstrich zurückgeführt, und wie viele waren es denn dann jetzt? Die kann ich Ihnen geben, Herr Abgeordneter. Die Zahlen waren bislang, wir haben eine Steigerung. Wir hatten Ende letzten Jahres 10.000, haben jetzt schon 13.000. Das heißt, wir haben eine Steigerung dort von einem Fünftel. Das Jahr ist noch nicht zu Ende, sodass dort mit einer weiteren Steigerung zu rechnen ist. Frau Ministerin, es ist ja sehr interessant, dass Sie Ihre Taskforce hier nun als ein ganz großes Werk preisen. Tatsächlich haben Sie aber den Expertenkreis Islamismus, der von der Vorgängerregierung ja bereits eingesetzt war, außer Kraft gesetzt und quasi selbstverständlich haben Sie auslaufen lassen. Und dementsprechend dann erst, nachdem der Islamismus fröhlich auf unseren Straßen Urständ gefeiert hat, diese Gefahr offensichtlich aus vielleicht populistischen Gründen wiedererkannt. Und jetzt werden Sie hier tätig. Ich würde Sie mal bitten, hier noch mal zu erläutern, warum das so kurzfristig jetzt alles von Ihnen passiert. Abgeordneter, ich hätte mich gefreut, wenn Sie mir gerade zugehört hätten, dass seit über zehn Jahren umfangreiche Extremismuspräventionsprojekte von dieser Bundesregierung gefördert werden im Bereich Islamismusprävention. Ganz viele Objekte von VPN angefangen, über Grüner Vogel, gute zivilgesellschaftliche Organisationen, die unterstützt werden. Im BAMF gibt es eine eigene Deradikalisierungsstelle, die dort schon seit langem arbeiten. Also tun Sie bitte nicht so, als wenn wir das Thema jetzt entdeckt hätten, sondern wir arbeiten seit Jahren kontinuierlich an einer guten Extremismusprävention. Die nächste Hauptfrage stellt aus der AfD-Fraktion Eugen Schmidt.
Ja, Frau Ministerin, da ja hier gerade dieses Thema durch den Vertreter der dänischen Minderheit aufgemacht worden ist. In Dänemark haben ja auch die Sozialdemokraten wesentliche Verantwortung. Der dortige Migrationsminister hat in Bezug auf abgelehnte Asylbewerber ganz klar gesagt, wir wollen klar machen, du bist hier unerwünscht, akzeptiere, dass du in diesem Land keine Zukunft hast. Sehen Sie in diesen Aussagen nicht auch eine Perspektive für Deutschland? Herr Kollege, ich finde es wichtig, dass wir eine Sprache wählen, die menschenwürdig ist und die keine Ressentiments schürt. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir in diesem Bereich sehr wohl sagen, dass wir auf der einen Seite unserer humanitären Verantwortung gerecht werden und auf der anderen Seite aber ordnen und steuern Migration. Das haben wir mit sehr vielen Maßnahmen gemacht und ich halte das für den richtigen Weg. Und noch die letzte Nachfrage von Herrn Brandner. Der Fragenkomplex war das Thema Grenzkontrollen. Genau, dazu wollte ich fragen, diese Grenzkontrollen, wie genau finden die statt? Also ich habe jetzt eine Grenzkontrollstelle, da stehen dann Polizeibeamte, Bundespolizei, und die kontrollieren. Jetzt kommt jemand aus einem sicheren Drittstaat, beispielsweise aus Dänemark oder aus Österreich. Und was macht jetzt der Polizeibeamte? Weist der zurück unter Hinweis auf Artikel 16a Grundgesetz oder Paragraph 18 Absatz 2 Nummer 1 Asylgesetz? Weil du aus einem sicheren Drittstaat kommst, darfst du hier nicht rein. Oder reicht das dann, wenn derjenige, der kommt, nur sagt, ich möchte Asyl, darf er dann trotzdem rein unter Bruch des Paragraphen 18 Asylgesetz? Oder wie kann ich mir das konkret vorstellen? Herr Brandner, ich habe vorhin Ihrer Fraktion schon versucht zu erklären, dass wir einer europäischen Gesetzgebung unterliegen und der Genfer Flüchtlingskonvention. Das sind Maßstäbe, die einklagbar sind. 18 Asylgesetz gilt natürlich auch. Deswegen sind wir in der Lage, auch Zurückweisung auszusprechen, aber nicht bei Menschen, die Asyl gegenüber uns äußern, weil wir dieses Asylverfahren dann prüfen müssen. Das entspricht internationalen und insbesondere europäischem Recht. Und noch eine letzte Nachfrage aus der AfD. Können wir uns darauf einigen, dass das UN-Menschenrecht nur bedeutet, dass man nicht in unsichere Staaten zurückschieben darf, wo Menschen verfolgt werden. Des Weiteren können wir uns darauf einigen, dass Verträge einzuhalten sind. Wir haben einen EU-Vertrag, Artikel 3 Absatz 2 steht drin, dass die Staaten offene Binnengrenzen gewähren, aber die EU im Gegenzug sichere Außengrenzen gewährt, ein sicheres Asylsystem und innere Sicherheit. Wir haben weder sichere Außengrenzen, wir haben weder ein funktionierendes Asylsystem noch innere Sicherheit, wie wir uns Straßen sehen. Nun meine Frage, es gibt auch im internationalen Vertragsrecht den Grundsatzwegfall der Geschäftsgrundlage, Artikel 62 Wiener Übereinkommen für Verträge. Wäre das nicht ein Grund, hier die Grenzen zu schließen, bis es ein funktionierendes System gibt? Vielen Dank. Herr Abgeordneter, es gibt genug Rechtswissenschaftler, die sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Aber zunächst gilt Primärrecht. Es gibt europäisches Recht, was sagt, wenn jemand an den Grenzen Asyl sagt, dann muss ich das prüfen. Die Genfer Menschenrechtskonvention sieht das ebenfalls vor. Und das geht vor. Und ich bin eine Innenministerin, die sich an Recht und Gesetz hält.